Heute ist etwas Überraschendes passiert. Er war in der letzten Gruppe von Testsubjekten. Nur ein Patient, der brabbeln und vielleicht sterben würde. Patient 105, Leslie Withers. Ruben hatte ihn als nutzlos aussortiert. Aber er muss es gewusst haben. Er wusste, ich würde seine Aufzeichnungen lesen. Wo hat Ruben wohl noch gelogen? Aber dieser Leslie, er kam ruhig und ausgewogen zurück und konnte von seinen Erfahrungen berichten. Dank seiner einzigartigen Pathologie konnte er den Stem unbeschadet überstehen. Sie wissen nichts von seiner Existenz, aber ich bin sicher, er ist der Schlüssel. Wenn wir alle das Bewusstsein teilen, dann sollte ich mit ihm den Stem nutzen und vielleicht sogar die unschönen Aspekte davon unterdrücken können. Mit ihm kann ich die Technologie meistern, an deren Erschaffung ich mitgewirkt habe. Mobius wird meinen Wert erkennen und mich weiter in seinen Reihen aufsteigen lassen. Joseph, du bist okay. Du auch, zum Glück. Ein Zeichen von Sebastian? Nein. Vielleicht können wir zurück und ihn suchen. Nein. Ich meine, wir sollten erst einen Weg herausfinden, dann kümmern wir uns um ihn. Ja. Kriegen wir das Tor da auf? Ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Joseph, pass auf dich auf. Das mache ich. Schau du dich um, ob es noch einen Weg raus gibt. Wir haben bestimmt nicht viel Zeit. Vielleicht findest du einen Weg hier raus.
Sie haben andere Forschungsprogramme zu unserer Unterstützung abgestellt. STEM genießt absolute Priorität und steht über der Forschung anderer Abteilungen. Chemische und botanische Studien zielen nun darauf ab, die Subjekte auf die Verbindung vorzubereiten. Jetzt, da der Prototyp funktioniert, gehen alle Experimente weiter. Nach der STEM-Integration werden die Patienten umfassend befragt. Ihre Pathologien beeinflussen zwar ihre Erlebnisse, aber es gibt Gemeinsamkeiten. Sie erleben alle die gleiche Umgebung, die gleichen Ereignisse. Die Welt, in der sie leben, wird mit jedem Besucher größer. Das legt die Vermutung nahe, dass Teile des Bewusstseins der Nutzer im STEM zurückbleiben. Und so die Umgebung erschaffen. Es ist, als würde im Inneren eine neue Welt entstehen. Sie lassen sich verwirren. Ich habe Sie davor gewarnt. Wo verdammt sind wir hier? Ich versteh's nicht. Was passiert hier? Ruvik weiß, dass Sie hier sind. Er nährt sich von Ihnen. Aber es gibt wichtigere Probleme. Dieser Detective. Joseph ist kein Problem. Er hat nicht mal Verdacht geschöpft. Er ist entbehrlich. Wie deutlich muss ich werden? Beseitigen Sie ihn. Das ist ein Befehl. Was machst du da? Joseph zu töten. Wird mir nicht helfen, Leslie zu finden. Man kann ihm nicht trauen. Er wird sich gegen sie stellen. Wie alle, wenn sie erfahren, wonach sie suchen. Sie wurden gewarnt. Sie sind schwach, Kid. Und sie enttäuschen uns. Alles okay bei euch? Alles okay. Sebastian. Vielleicht können wir sie anheben, sodass Kidman durchpasst und sie dann von drüben öffnet. Wir zählen auf dich. Es ist komisch. Warum würden die dich fangen und nicht töten wollen? Vielleicht sieht er mich nicht als Bedrohung. Er? Ich weiß, wer du bist. Du wirst ihn nicht bekommen. Du hättest seine Befehle befolgen sollen, Kid. Dass du keine von uns bist. Ich weiß, dass du hier bist, Kidman. Fick dich, Kidman! Ha, 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 ha.
Ich werde dich finden und in Stücke reißen. Ich wusste, dass du keine von uns bist. Uns hierher gebracht. Dafür bringe ich dich um. Ich erwisch dich sowieso. Was hab ich dich? Weit kannst du nicht sein. Ich werde dich finden und in Stücke reißen. Ich werde dich finden und in Stücke reißen. Dich, verdammt! Da bist du ja! Weit kannst du nicht sein.